Ich zeige euch meine drei wichtigsten Kriterien, die ich immer als allererstes bewerte, bevor ich jetzt in einem Bestandsgebäude in die weitere Detailplanung für eine Wärmepumpe gehe. Es geht um die Prüfung, ob das Haus überhaupt für eine Wärmepumpe geeignet ist. Ja, und welche drei Kriterien das sind, darüber sprechen wir in diesem Video. Ich werde sie euch alle einzeln vorführen und auch genau erklären. Mein Kriterium Nummer 1, wenn ich ein Bestandsgebäude prüfen möchte, ob es für eine Wärmepumpe geeignet ist, ist zunächst einmal, ja, ihr konntet es euch vielleicht denken, die Gebäudeheizlast. Ich blende euch mal hier vorne was ein. Es geht also um die Bewertung der Gebäudeheizlast und da gibt es eine Möglichkeit, das zunächst einmal überschlägig erstmal zu berechnen. Und zwar anhand des Jahresverbrauchs. In diesem Haus waren das jetzt also 22.000 Kilowattstunden und über die Vollbenutzungsstunden hier 1745 Stunden und einem entsprechenden Nutzungsgrad. Wenn man diese ganzen Parameter miteinander verrechnet und noch die Warmwasserbereitung für zwei Personen abzieht, dann kommt man auf diese 9,4 kW, wie sie hier auch unten stehen. So, das ist, ja, man nennt es auch Schweizer Formel, dass man über den Jahresverbrauch schnell und überschlägig abschätzen kann, ja, wie viel Heizlast hat denn hier das Gebäude eigentlich. Das ist aber tatsächlich nur eine grobe Abschätzung und kann keine komplette Gebäudeheizlastberechnung ersetzen. Aber für so eine Erstbewertung ist dieser Wert ganz gut geeignet, um erstmal zu schauen, hey, in welche Größenordnung kommen wir denn so ungefähr und ist das überhaupt sinnvollerweise mit einer Wärmepumpe abzudecken? Man kann also sagen, so bis 20 kW kann man in einem Einfamilienhaus sehr sinnvoll noch eine Wärmepumpe einsetzen. Es gibt viele Hersteller, die haben Leistungsgrößen bis zu 20 kW. Natürlich kann ich auch größere Heizlasten abdecken, dann setzt man meistens auf Kaskaden oder auf deutlich größere Wärmepumpen, die dann allerdings auch besondere Voraussetzungen erfordern. Also so bis 20 kW macht das zumindest erst einmal Sinn. Das wäre mein erster Schritt. Kommen wir zu Kriterium Nummer 2. Und das ist für mich die Bewertung der spezifischen Raumheizlast. Hier vorne seht ihr es schon wieder, spezifische Raumheizlast. Aber was heißt das denn nun wieder? Ja, dahinter steckt jetzt tatsächlich eine raumweise Heizlastberechnung. Und spezifisch bedeutet, wie viel Watt brauchen wir in diesem Haus pro Quadratmeter? Ihr seht schon, in diesem Gebäude wurden 12 Räume erfasst und die durchschnittliche Heizlast liegt bei 72 Watt pro Quadratmeter. Das ist schon relativ hoch für ein Haus aus den 90er Jahren. 72 Watt ist also hier der durchschnittliche Wert. Und man kann grob sagen, also hier in diesem Check bewerten wir mit 70 Watt pro Quadratmeter. Alles, was da drunter ist, bewerten wir als gut geeignet. Es gibt aber auch die VDI 4645-Richtlinie für die Planung von Wärmepumpen. Da wird auch von 80 Watt pro Quadratmeter geredet. Also alles bis 80 Watt pro Quadratmeter kann ich noch sehr gut mit einer Wärmepumpe abdecken. Alles darunter kein Problem. Sobald ich da drüber bin, sollte man vielleicht drüber nachdenken, zunächst Dämmmaßnahmen, Fenstertausch, Deckendämmung, Dachdämmung, Fassadendämmung, was auch immer durchzuführen, bevor man hier über eine Wärmepumpe weiter nachdenkt. Hier sind wir also nur sehr knapp am Ergebnis vorbeigekommen mit 72 Watt. Also wäre dieses Gebäude auch noch gut für eine Wärmepumpe geeignet, was die spezifische Raumheizlast angeht. Ja? Um auf diesen Wert zu kommen, muss man natürlich alle Räume erfassen, alle Fensterflächen erfassen, alle Wandflächen erfassen. Also dahinter steckt tatsächlich schon eine Heizlastberechnung, die man gemacht hat. Aber so kommt man hier sauber auf diesen Wert. So, dann kommen wir zum dritten Kriterium und das sind die Heizkörper bzw. die Heizflächen. Von Heizflächen sprechen wir ja entweder Heizkörper oder eine Fußbodenheizung oder einen Badheizkörper oder irgendwelche Konvektoren. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Eine Fußbodenheizung, das ist bei uns meistens nicht so das Problem, denn da geht es hauptsächlich um die Vorlauftemperatur. Ihr habt es sicherlich schon mal gehört, 55 Grad, das sind so eine magische Grenze, da müssen wir drunter bleiben von der Vorlauftemperatur her, damit wir überhaupt mit einer Wärmepumpe sinnvoll die Wärmeversorgung sicherstellen können. Also ist das dritte Kriterium Prüfung der Heizflächen bzw. insbesondere die Heizkörper, ob die denn auch mit einer Vorlauftemperatur von 55 Grad noch die Raumheizlast abdecken können. Das sehen wir hier vorne in diesem Check Bewertung der Heizflächen
und auch hier 12 Räume erfasst. Davon sind 5 mit einem Heizkörper und 5 mit Fußbodenheizung. Und wenn wir unter die 55 Grad kommen wollen, dann muss hier ein Heizkörper getauscht werden. Der wird dann vergrößert zum Beispiel. Oder wenn wir noch niedrige Temperaturen haben wollen, müssen wir sogar alle 5 Heizkörper austauschen. Aber auch das wäre kein Problem. Man würde die Flächen dann vergrößern. Das ist also mein drittes Kriterium jetzt gewesen. Da geht es hauptsächlich dann um die Heizkörper und dass wir diese 55 Grad Vorlauf erreicht haben. Mit dem kostenlosen Wärmepumpencheck erfasst du dein Haus und bekommst eine Analyse, ob eine Wärmepumpe für dein Gebäude geeignet ist. Anschließend gibt es die Möglichkeit, den Heizreport komplett zu kaufen. Dieser beinhaltet alle notwendigen Berechnungen für dein Wärmepumpenprojekt. Eine Heizlastberechnung und der hydraulische Abgleich sind enthalten. Die Prüfung der Heizflächen mit Austauschempfehlungen und eine Wärmepumpendimensionierung gehört auch dazu. Die Berechnungen lassen sich mit einem Handwerker teilen und dieser kann sofort loslegen. Wenn wir diese drei Kriterien alle mit einem Daumen nach oben oder mit einem Check versehen können, dass wir das erfolgreich bestanden haben, dann können wir in die weitere Detailplanung einer Wärmepumpe gehen. Und danach folgt ja Dimensionierung, Planung, Auslegung, Rahmenbedingungen, Aufstellbedingungen, also jede Menge Hydraulik. Das sind dann alles nachfolgende Prüfungen. Aber diese drei Kriterien, die ich euch jetzt gezeigt habe, damit geht es immer erst einmal los. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Danke fürs Zuschauen. Bis dann und ciao.